Wie schon im letzten Video zu der Funktionsweise der Wellen, möchte ich euch heute eine weitere spannende Frage zur Ostsee erklären. Diesmal dreht sich das Video um die Entstehung von Sandstrand. Dazu muss man erstmal die Frage klären, was ist eigentlich Sand? Sand wirkt wie eine große, weiche Masse. Wenn man ihn aber genau anschaut, dann besteht er aus klitzekleinen Steinen, die in tausenden Jahren zu feinen Körnern geschliffen wurden und durch Wellen an die Küste getragen wurden. Ursprünglich kommt Sand von der Verwitterung von Gesteinen. Regenwasser tritt in die Felsen ein, wenn es gefriert, sprengt das sich ausdehnende Eis und der Felsen wird ausgeweitet. Irgendwann zerbricht der Fels in größere und kleinere Stücke. Bei Gewitter wird der Fels in ein Flussbett bewegt. Wenn er da ankommt, ist das Gestein noch scharfkantig. Im Wasser reiben sich die Gesteine aneinander. Es werden nach und nach die Kanten immer mehr abgerundet. Im Verlauf des Flusses führt sich der Prozess immer weiter fort und weiter fort. Nach und nach werden aus den großen scharfkantigen Gesteinen kleine, abgerundete Sandkörner. Das Ausgangsgestein entscheidet, welche Farbe der Sand haben wird. Wenn zum Beispiel dunkle Vulkangesteine verwittern, dann bildet sich schwarzer Sand, wie zum Beispiel auf Hawaii zu finden. Man spricht von Sand, wenn es sich um Körner zwischen 0,063 mm und 2 mm handelt. Es wird unterschieden zwischen Feinsand, Mittelsand und Grobsand. Ab 2 mm handelt es sich um Kies. Oft besteht Sand aus Quarz, wie auch an der Ost- und Nordsee. Reiner Quarzsand wird in der Herstellung von Glas eingesetzt. Es ist übrigens gut, dass die Alpen im Süden liegen und die Ostsee im Norden. Wenn die Ostsee direkt an den Alpen sein würde, dann könnte es sein, dass sie einen Geröllstrand hat, weil der Flusszulauf zu kurz ist, um Steine zu zerkleinern und zu Sand abzurunden. Für mich waren einige interessante Fakten dabei. Ich hoffe, das war auch für euch gut zu wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Abo da. Habt ihr noch weitere Fragen oder Anregungen zu dem Thema? Dann ab in die Kommentare damit. Auf meiner Facebook-Seite unten in der Beschreibung verlinkt, erfahrt ihr immer den neuesten Upload-Plan der Woche. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Euer Mediadorn.